Jetzt geht's endlich weiter mit Episode 4. Episode 3 musste ja leider etwas abrupt enden, aber es hat zeitlich einfach nicht gepasst. Deswegen geht's jetzt weiter. Viel Spaß! I have almost no pictures of you. I have a lot of pictures of you. Why? A point. Why are you traveling? This is the first time I've been. Colombia is super safe. Medellin is super safe. Good. Compared to other countries. I'm so sweaty. I can see it. I can see it. No, I can't see it. I can feel it. I can see it and I can feel it. Und dann kam noch mal eine andere Zeit, die total spannend war, weil dieser halbe Kolumbianer hat mir natürlich Kolumbien noch mal von einer ganz anderen Seite zeigen können. Und da bin ich ihm auch dankbar für. Oh, und wir haben Haschis gegessen. Das kann man da nämlich kaufen. Es gab Bier und Haschis. Da wurde man ein bisschen beduselt von, aber high jetzt auch nicht. Und durch meinen Isländer habe ich auch noch viele Australier kennengelernt, die auch in Kolumbien gewohnt haben, in so kleinen WGs. Wo wir dann zum Curryessen eingeladen waren. Und wir haben einfach richtig viel gelacht und geredet. Oh, und ein Tag, und da gab es ja was Tolles. In Peru hat der Isländer einen anderen Kolumbianer kennengelernt, der Unterwäschemodel ist und herrlich witzig. Wir drei sind dann in die Kommuna 13 gefahren, wo ich mit Isa nicht mehr hingegangen bin. Das Unterwäschemodel, der war auch so witzig, weil wir waren noch bei ihm in der Wohnung und er hatte einfach einen ganzen Raum voll mit Anime-Figuren und er hatte sich selber als Anime-Figur in lebensgroß in seinem Zimmer stehen. Alles ein bisschen wir. Ja, solche Leute, die lernst du manchmal einfach nur auf Reisen kennen. Die wohnen nicht in deinem Dorf. Rampant after his death in 1993, as drug cartels sought control of the area. Das ist Kommuna 13. No, this felt like it opened. Wait, the hole is so deep? Yeah. Oh, I didn't know that. Und auf Reisen lasse ich mich ja gerne tätowieren. Diesmal war der Isländer wieder mit dabei. Just cut off the hair. Der war ja schon bei meinem Piercing Experience dabei und. ¿Duele mucho aquí? No. Und hat mir dann diesmal wieder die Hand gehalten. Oh, mi gusta. Está bien. Sometimes you get what you don't need or didn't know you needed. Leo, are you ready? No. I'm glad. That's how we like it. Twirl for me, Leo. What? Twirl. Okay, what is twirl? I think it's gonna hurt. Is it a part where it hurts a lot? No. You're saying this all the time, don't you? Did the other thing hurt? Yeah. Yeah? But then you, then again, you can't have spicy food either, so maybe it's the same thing. Okay. ¿Cuál es el sitio peor? Under this one? Hey, it's on my body forever. I know. Listo. Es que es difícil para una mujer escoger. ¿Dónde? En esa parte. Difícil. Okay, en esa parte. Choose where. Because of the exact reasons you are going through right now, I would say. Segura? Sí, ya segura. Me parece tan chistoso que los alemanes no pueden pronunciar la R. Ajá. Ella trata y trata y trata y nada de ahí la sabe. Claro. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, aber der hat es irgendwie geschafft, dass der so Selbsterkenntnisse aus mir herauslockt, die schon lange in mir waren. Aber der hat irgendwie die richtigen Fragen stellen können, sodass ich mir die selber zusammenreime. Der hat es irgendwie drauf gehabt, mich zu lesen. Und ich muss echt sagen, irgendwie habe ich durch die Begegnung und die Gespräche mit ihm und die Reflexion durch ihn irgendwie eine Art Charakterentwicklung weiterentwickeln können. Aber durch ihn habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass ich länger reisen will. Mein Flug nach Hause geht einfach schon in 17 Tagen. Das ist viel zu kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wer sein Master ein Jahr nach hinten verschiebt, um mehr zu reisen.
Meine Zeit in Kolumbien ging vorbei und eigentlich hätte ich direkt von Medellin weiterfliegen können. Allerdings hatte ich meinen geliebten Jumpsuit im Hostel, in diesem tollen Hostel in Bogotá vergessen. In diesem Hostel war immer noch die tolle Österreicherin Jules. Und ich glaube, das war irgendwie was mit Schicksal, dass ich den vergessen habe und unbedingt nochmal abholen wollte. Denn dadurch musste ich nochmal einen Stopp machen in Bogotá. Und wir hatten noch eine schöne Zeit zusammen in Bogotá. Und wir haben viel geträumt und viel gelacht und viele Zukunftspläne gemacht. Naja, und hat ja irgendwie funktioniert, sonst hätten wir ja keinen Kontakt mehr. Und dann saß ich auch schon wieder im Flugzeug Richtung Mexiko, aber diesmal Mexico City. Der eigentliche Plan war, dass ich noch ein paar Wochen in Mexico City und Umgebung verbringe. Das ist übrigens ein weiterer Grund, warum ich Mexiko so vermisst habe. Die haben so vernünftiges Essen. Holst du dir einfach einen Taco für 80 Cent. Schmeckt mega geil. Und es ist nicht nur Reis und Bohnen. Okay, da sind jetzt Bohnen drauf, aber super. Ich wollte zum Beispiel unbedingt nochmal in das, Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen, in dieses große Museum, das es da in Mexico City gibt. Anthropologische Museum, glaube ich, von dem mir ganz viele Leute vorgeschwärmt haben. Ich fand es jetzt nicht so überragend, aber naja. Wenigstens bin ich mal da gewesen, ne? Allerdings haben sich meine Pläne ein bisschen verschoben und es hat mal wieder mit Menschen und Begegnungen zu tun, denn ich hatte ja besagten Kanadier kennengelernt, Wochen vorher. Ich bin jetzt am Flughafen in Toronto, in Mexiko und heute früh war ich richtig aufgeregt und jetzt geht's eigentlich voll. Und der hat mich eingeladen, ihn zu besuchen und naja, da sage ich ja nicht nein, ne? Und da trafen wir uns dann wieder. Aber wie es dann in Kanada weiterging, das kommt dann in der nächsten Folge.